Die Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau wird immer wichtiger und wie wir aus der letzten Studie sehen, sind einfach die digitalisierten Unternehmen deutlich erfolgreicher, was Umsatz betrifft, was Wachstum betrifft, und daher ist es uns ein Anliegen, unsere Mitgliedsunternehmen auch auf die Zukunft vorzubereiten. Wir sprechen im Maschinenbau von den nächsten großen Schritten bei der Digitalisierung. Wo steht denn der Maschinenbau? Ja, man kann das nicht allgemein beantworten. Es gibt, würde ich sagen, auch hier die Digitalisierung der zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die Großen sind wirklich schon gut dabei, haben sich auf den Markt konzentriert, bringen tolle Lösungen, Mehrwertdienste für den Kunden. Leider die etwas kleineren Maschinenbauer tun sich da noch sehr schwer. Man kann jeden Euro nur einmal ausgeben. Die Zeit, die man hat, die muss man gut einteilen, um schnell Lösungen zu generieren. Und die Großen machen es vor. Also man muss den Kunden zufriedenstellen, man muss sich differenzieren am Markt, und das kann man durch digitale Mehrwertdienste erreichen. Über den Tellerrand hinweg gucken. Ruhig mal schauen, was machen andere Branchen, links und rechts. Oft kann man Dinge adaptieren, wo man dachte, das geht ja gar nicht. Aber dann ist im Grunde in dem Moment der richtige Groschen gefallen und es wird für die Zukunft eine tolle Digitalisierungslösung geben. Es zeigt ganz klar diesen Weg auf, wie wir uns vom klassischen Maschinenbauer Schritt für Schritt immer stärker Richtung Lösungsanbieter entwickeln. Maschinen werden untereinander in Realtime Daten austauschen. Das wird dazu führen, dass die Bauprozesse wesentlich früher als wir heute fertiggestellt werden. Also alles perfekt in Budget and Time. Und da stellen wir natürlich als Liebherr mit unseren Maschinen, mit unserem Know-how entsprechende Lösungen zur Verfügung. An der Teilnehmerzahl hier am Kongress kann man es wirklich ablesen, dass es ein brennendes Thema für den Maschinenbau ist. Die Digitalisierung hat das Potenzial, hier wirklich disruptive Veränderungen im Markt herbeizuführen und Transformationen zu treiben. Und daher ist es für den Maschinenbau so wichtig, dieses Thema konsequent und strategisch zu verfolgen. Auf internationalem und auch speziell im europäischen Umfeld sehe ich, dass die Digitalisierung angekommen ist. Es beschäftigen sich immer mehr Unternehmen damit, wobei immer noch nicht ganz klar ist der wirkliche Benefit für die einzelnen Kunden, und hier versuchen wir als Andritz auch gemeinsam mit dem Kunden die Benefits und die Ziele und die Ergebnisse einer Digitalisierung darzustellen und mit dem Kunden auch gemeinsam ein Projekt zu machen. Also ich denke, dass es ganz wichtig ist, stets den Kundennutzen im Zentrum zu sehen, nicht die Digitalisierung der Digitalisierung willen, sondern mit dem Ziel, einen Kundenvorteil zu schaffen.